Und damit einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu. Es geht schon wieder gut los. Weiß ich nicht. Also dieses Areal stört mich ein bisschen. Jedenfalls, du Bioshock. Ja, wir haben ja noch einiges zu tun, wie ich sehe. Und ich merke schon, dass ich vielleicht wieder gut überrascht werde. Ich muss mir erstmal ganz kurz das angucken. Warum ist das so laut bei mir auf dem Ohr? Entschuldigung. Ich muss das so machen. So. Ja, Munition sieht jetzt gerade nicht so geil aus. Ach, du Scheibenkleister. Ach, nein! Die Kinder müssen nein! Lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefühlt. Danke. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Und dann wirst du einfach einschlafen. Warum? Was habe ich denn gemacht? Hä? Ich sehe nichts. Moment, bin ich jetzt irgendwo reingerannt? Axel, geh weg. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Was war jetzt schon wieder mit den Deutschen? Da werde ich aber gleich hier wieder frech. So, Moment. Also, jetzt mal ganz kurz Ruhe. Vor mir ist jetzt gleich ein Big Daddy. Den knack ich nicht. Wenn ich hier jetzt durchrenne, wird schwierig. Ich kann ja aber auch nicht stehen bleiben, weil wegen dem Alarm. Wo, wieso ist denn jetzt Alarm? Oh, hat der das gemacht? Dieser gut aussehende Mensch. Ich muss gerade gucken. Also ich stehe hier, ich muss. Wie komme ich denn jetzt erstmal? Ich muss da hin. Das bedeutet, ich muss hier hin. Das bedeutet, ich muss da hin. Könnte man hier da gleich hin? Ja, ich habe keine Zeit dafür. Oh ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Ja, Moment. Ja, das freut mich. Oh ne, es sieht's toll. Hi, Big Daddy. Tschüss, Big Daddy. Da ist ja noch einer. Die machen nichts. Wieso machen die nichts? Weil die. Weil die Sister nicht mehr dabei ist? Okay. Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen, denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen. Sauerstoff verkaufen? Das kommt auch noch, wenn das so weitergeht. So, nee, ich guck gerade hier oben mal irgendwas, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Okay.
Okay. Hm, wie komme ich denn da hin? Oh, hier oben ist auch noch was. Ach Mann, jetzt stell dich nicht so an. Autohacker, cool. Überhaupt nicht gesehen. Hm. Ach hier. Sehr gut. Ja, ist ja gut, Big Daddy. Wie auch immer du heißt. Das hat funktioniert. Wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Ich weiß es nicht, aber es hat funktioniert. Okay, Panzerbrechen, da habe ich ja viele. Okay, sehr gut. Was summt denn hier? Na gut, soll mir egal sein. Sind die echt ruhig? Tatsache. Okay, ich dachte, die greifen mich jetzt nochmal an. Aber sobald die Sister weg ist, ist dann halt Ruhe. Das finde ich sehr gut. Das finde ich absolut sehr gut. Pech. Glück war das so ein Houdini-Heini. Hat er schon richtig gemacht. Ah ja. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Julies Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gerecht zu haben. Vielleicht überzeugt dich das hier. Ryan hat Leute gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Am besten läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die dies Splicer vom Leib zu halten. Wie versiegel ich das? Weil ich brauche jetzt keine Splicer. Ja. Der Rohrpost hat er mir irgendwas geschickt, aber ich sehe davon nichts. Wenn ich ehrlich bin. Flammenwerfer. Er könnte mir eigentlich auch helfen, dieser Big Daddy. Ja, hat er mir was geschickt. Ah, gut. Ja. Stimmt, wo habe ich denn? Da muss ich nochmal hin. Das weiß ich nicht. Wieder so ein Houdini-Heini. Aber den haben wir gleich weggemacht. Bin ein bisschen falsch, ne? Ich komme hier gar nicht mehr rein. Ja, tue ich gerade. Ach komm, jetzt hör mal auf. Mach dich nicht lächerlich.
könnte echt ein bisschen helfen, der Big Daddy. Lass mal gar nicht helfen, wir lassen damit. Hallo? Ja, dann kommt doch mal her. Oh, da bin ich dich gerade. Oh, zum Glück bleibt der hier von. Weil wenn der Big Daddy hier hinkommen würde mit Kontaktmine, das war jetzt gerade nicht so pralle. Kontaktminen sind super. Raus aus meinem Scheißbüro! Willst du dich mit mir anlegen? Hä? Tu ich ja gerade. Aber warum kann ich da nicht wieder zurück? Na los, komm jetzt her. Himmel nochmal, wie lange dauert es, diesen verdammten Vektor zum Laufen zu bringen? Aber wirklich. Langsam wird es ein bisschen schwierig mit der Energie gerade. Oh ne. Obacht geben hier. Das scheißt mich zu. Glück kann man jetzt hier ein bisschen was kaufen. Ich bin gerade so ein bisschen ruhig, weil ich ein bisschen konzentriert bin gerade. Davon gibt's noch mehr! Ich werde nach Zeit bezahlt, du Null! Ja, das freut mich doch für dich, aber lass mich in Ruhe damit! Okay. Es gibt hier Regeln. Kein Platz für Amateure. Wo versteckst du dich? Ja, du kommst ja nicht mal her. Arschgesicht. Bitte? Wage es, mich anzufassen. Du bist eine Frau. Du eine Frau. Hä? Was? Was reden die da? Jetzt auf einmal kommen sie wieder, oder was? Klar. Kommt doch mal her jetzt, alle. Funktioniert die ganze Zeit, das glaubst du nur noch nicht. Nicht besser als du glaubst. Ja, wenn hier eine hochkommt, dann bin ich ja wirklich am Arsch. Du hast schon fast die halbe Strecke geschafft. Drück auf die Tube. Mit Ryan verstümmelt, Missgeburten ist nicht gut Kirschen essen. Ich habe die Hälfte erstmal geschafft. Oh, Alter. Kontaktmine, ich sag's euch ja immer wieder. Ich weiß, danke. Scheiße.
Oh, das funktioniert super, das siehst du doch. Aber ich darf halt nicht auf den drauf. Okay. Wo war jetzt nochmal das mit dem Einkaufen? Boah, ja. Ah, nein, sowas nicht. Scheiße, sie sind zu teuer. Muss ich hacken? Oder hacken? Auch nicht, schade. Ja, ich denke mal, der Rest wird ja wohl damit funktionieren. Wieder so einer. Zum Glück gleich den weg. Der musste weg. Der ist auch weg. Oh, Alter. Was war das? Ist der Vektor fertig? Auf was wartest du? Drück den verdammten Schalter. Dass ich noch nicht tot bin. Gleich daran liegt's. Alter. Ja, das sehe ich aber auch wirklich so. Alter, Finne. Ja, da schwitze ich gerade so ein bisschen. Das war aber auch jetzt echt. Also, das war höchste Eisenbahn, muss ich sagen. Also, Granatwerfer, muss ich sagen. Ja, was soll ich sagen? Funktioniert. Big Daddy hätte mir zwar ein bisschen helfen können, aber ich will mich mal nicht beschweren. Okay. Ja. Auch nochmal Munition. Okay. Mann, da wackelt aber auch das ganze Bild, meine Freunde. So, wo muss ich jetzt hin? Ach, der ist ja gleich hier um die Ecke. Sehr gut. Oh, endlich hier weg von diesem Scheißgebiet. Das war jetzt stressig. Also das war... Oh, na gut. Schick. Setzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei unbesorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Anstatt mein Charakter dann mal sagt, ja nee, pass mal auf, Flugzeug abgestürzt, ich will hier gar nicht sein. Na gut. Ich glaube an keinen Gott, keinen unsichtbaren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet... will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Gut. Warum nicht? Aber hier ist auch schon Inflation gewesen. Also 5 Euro, 5 Dollar, weiß ich nicht. Den hab ich. Hoppla. Na gut. Ab zur Metro.